ist das? Ich bin hier, Bishop. Das ist eine Serverbereinigung. Abstergo sucht nach dir. Und sie sind nah dran. Verdammt. Kannst du eine Serverbrücke öffnen? Hey, ich bin's. Bin schon dabei. Ein paar Sekunden. Novize, wir öffnen eine Serverbrücke. Finde das Portal und gehe hindurch, bevor du gefunden wirst. Ich hab's. Los. Siehst du es? Ist schwer zu übersehen. Wenn du von Server zu Server springst, solltest du ein paar Stunden Zeit gewinnen. Wenn nicht, sind wir erledigt. Naja, wir nicht. Aber dein Novize wird es voll abkriegen. Deacon, das hilft uns nicht. Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Play Assassin's Creed Unity. Ich bin Adulak, schön, dass du wieder dabei bist. Wir müssen jetzt hier irgendwie... Da ist es! Ja, durchjumpen. Wir müssen irgendwie überlegen, wir haben Probleme mit der Connection. Wie können wir denn da rein jetzt? Nein! Da vorne. Jawohl, Portal gefunden. Eieiei, hier. Immer wieder diese Internetprobleme. Kennt man ja von zu Hause. Ja, erstes Blut, das sind Trophäen, super. Herzlich willkommen nochmal, Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank für die ganzen Likes, die Kommentare und das Twittern und Sharen. Und richtig, richtig geil. Hier, ja, hier platzen die Abonnenten hier durch die Decke. Richtig cool, Leute. Vielen lieben Dank für die ganze Unterstützung. Super geil. Und wir sind jetzt hier gespannt, wie das weitergeht mit unserer Story. Wir haben uns gerade wohlgefühlt in Paris und jetzt haben wir Probleme mit der Verbindung. Wir spielen Arno, ein junger Mann. Das Signal ist stabil. Gut. Du bist jetzt außerhalb der Hauptsimulation. Das hält dir Abstergo eine Weile vom Hals. Aber du wirst auf jede Menge unvollständigen und beschädigten Programmcode stoßen. Okay. Und nun? Wir können nicht laufen, wir können nur so ein bisschen spazieren. Das erklärt vermutlich, warum die Leute hier nicht wirklich hier sind. Justizpalast. Sieht aus wie das späte 19. Jahrhundert. Nun, dieses Paris würde ich mir gerne ansehen. Vielleicht nächstes Mal. Fürs Erste musst du das Ausgangsportal finden. Aber ich sehe keinen Weg hindurch. Vielleicht gibt es einen unterirdischen Weg. Einen Metroausgang finden. Haben wir eine Karte? Nicht verfügbar. Die Bellebrook sieht sauberer aus als das Paris während der Revolution. Findest du nicht? Ja, wesentlich. Behauptung gibt es auch. Ja, und jetzt? Sieht ja fast schon so aus wie das heutige. Nein, Straßenschein nur Scheiße. Das ganze Gebiet wird instabil. Komm zurück, du musst unter die Erde. Jetzt! Und wo? Wo? Fuck. Fuck. Wo? Wo? Ach, da. Wo? Oh, das war knapp. Oder gefährlich hier, nicht zu Hause nachmachen. Niemals auf die Gleise. Boah, Evil Besinnstimmung gerade hier. Was geht hier ab? Holt mich heraus! Jawohl. Ich bin als eine Assassine, holt mich heraus. Hm.
Wir verfluchen rein. Wo kommen wir denn hier hoch, Mensch? Hm. Da vielleicht eine Lampe. Sind wir denn hier gelandet? Kamen wir hierher? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ja, kamen wir. Da war die Tür. Vielleicht können wir hier irgendwie diese Säule nachholen. Ne. Halt dich fest. Hier vielleicht. Kabel? Ne, auch nicht. Nanu. Bisschen scary gerade und keine Ahnung, wo wir lang müssen. Moment, wo kamen wir jetzt raus? Wir kamen hier raus. Also geht auf. Hat eben eine fette Zeitreise gemacht hier. Ungefähr 100 Jahre zurück, ein bisschen mehr. Wird's eng. Oh. Puh, na, herzlichen Glückwunsch. Ob und wie er die Simulation stören wird. Ich muss das Portal entkommen. Oh, wieder weiter. Wollen wir ihn weg? Keine Medizin mehr. Weiter, 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 weiter. Boah, hier geht ja die Luzi ab. Da müssen wir irgendwie hin. Lecko Fanny. Das ist auf die Freiheitsstatue. Sie muss aus einer anderen Epoche durchgesickert sein. What? Die eigentliche wurde doch längst in die Staaten geschickt. What?
Ein Geschenk der Staaten, Mensch. Ein Geschenk an die Staaten. Die wird wahrscheinlich hier vorher schon gebaut. Da können wir gleich hochklettern. Geh zum Portal. Ich tue, was ich kann, damit es sich nicht schließt. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Du hast gut reden hier. Die Freiheitsstatue und der Eiffelturm gleichzeitig in Paris. Die Zeiten spielen verrückt. Erinnerungssiegel, ja, werden. Super, ist jetzt alles super. Vorfahren. Boah. Survival-Action, aber auch Schlauch-Level-Action. Mal was anderes hier, so komplett aus der offenen Welt rausgerissen. Nicht schlecht. Gibt ja auch die Kritik an dem Black Flag-Teil, dass der halt zwar eine coole Story hatte, aber nicht dieses offene Welt Assassin's Creed-Feeling irgendwie. Und hier wieder mit Assassin's Creed Unity ein Volltreffer gelungen, finde ich, auf der PS4. Ist richtig geil. Schön offen alles in Paris. Unendlich viele parallel laufende Missionen, Geschichten, offene Welt. Geschehnisse auf der Straße, die zufällig stattfinden. Einfach nur fantastisch. Spannung steigt, was da jetzt auf uns wartet. Sind wir wieder in Paris? Bist freigeschaltet. Da sind wir wieder. Nicht jeder hat so viel Glück beim ersten Besuch einer Serverbrücke. Manchmal bleiben unsere Novizen im System hängen. Dann bleibt uns keine andere Wahl, als ihnen jemanden hinterherzuschicken. Zurzeit steckt einer unserer Novizen auf einem Belle Epoque-Server fest. Wenn du nicht zu erschöpft bist, kannst du später wieder auf die Brücke und ihn retten. Okay, zurück zur Arbeit, Novize. Geld verdienen. Schließen der Kunde. Erkunden Sie Pariser Geschichten, Überfälle und Risse, um Geld zu verdienen. Bessere Waffen aus dem kosten mehr Geld. Ah, das ist mal schon sehr kalt. Ich will jetzt mal hier das Doppelattentat. Ich habe eine neue Fähigkeit, Freunde. Ich habe ein Doppelattentat. Ein merkwürdiger Vogel. Steckt sich wohl vor seinem. Er hat mich nicht zu dir. Ich wollte mal das Doppelattentat ausprobieren. Shit. Oha, was ist da? Hilf mir jemand! Gib euch ein Dieb! Dieb! Den Dieb müssen wir aufhalten. Den Dieb. Da ist er. Ja, gib mal die Sachen zurück hier, du Langfinger, du. Massenhackens verdient. Ah, da ist ein Shop. Da können wir uns mal auffüllen. So, da sind wir wieder. Wo kann man hier kaufen? War oben, ne? Hier wird wieder gedanced. Hallo, Leute. Das Assassin ist wieder am Start. Interagieren. Boah, alles auffüllen ist ganz schön teuer. Munition, Medizin. Kostet 75. Dietricher. Die Dietricher sind teuer, ne? Alles auffüllen, 550. Lecko Funny ist das teuer. Mann, Mann, Mann. Ich weiß nicht. Können wir auch ein bisschen verdienen, ne? Ich hole mal noch so einen.
Ein bisschen geizig jetzt, ne? Ne, mach mal nicht, ist mir so teuer. Überall verschlossene Truhen, aber... Ja. Mal eben schauen, wenn wir jetzt... skillen wollen, dass wir hier mehr, bessere Schlösser aufkriegen. Was müssen wir denn da machen? Sequenz 5 abschließen. Sequenz 3. Das dauert noch ein bisschen, bis wir in Sequenz 5 sind. Wir sind allgemein noch nicht ganz so weit. Ja, ich wollte eigentlich die Kisten da aufmachen, aber mit den paar Dietrichen geht das nicht so gut, ne? Boah, da wird geballert. Na komm, ein paar kaufen wir noch. Ein paar Dietriche. Aber wisst ihr was, ich mach die voll. Ist jetzt auch egal. Haben wir 15 Dietriche, dann versuchen wir die Truhe dann nochmal aufzumachen. Wenn wir schon mal hier sind. Moment, wo ist sie? Da drin. So. Dann wollen wir doch mal schauen, was hier unsere Dietrichskunst macht. So, Spannung, Spannung. Oh. Abgebrochen. Oh, ist irgendwie leichter geworden. Na gut, haben wir 150 verdient. So, was haben wir noch in der Nähe? Hier sind noch ein paar Schatztruhen. Die nehmen wir auch noch mit. Was ist das hier? Nostradamus-Rätsel. Rätsel ist ja auch geil, ne? Erst Schatzkisten, dann Rätsel. Bisschen die Pariser Stadt hier genießen, über die Dächer schleichen. Die Wohnung reingucken, den Leuten mal Hallo sagen und deren Schätze mitnehmen. Das ist Assassin's Creed. Aha. Ich will zwar echt mal ein Doppelattentat machen. Runter, Mensch. Du bist fest. Wieder nicht geklappt. Ach, eine Taste drücken. Genau hier, Sonnenschein. Sonnenschein, so also, lange kennen wir uns aber noch nicht. Schloss. Oh, was ist das denn für ein Schloss? Was ist das denn? Das kriegen wir niemals auf. Boah, ne, ich glaube keine Chance. Ne, einen mache ich noch, wenn das jetzt nicht geklappt hat, dann lassen wir das. Ne, komm, hat keinen Sinn, da verpulvern nur unsere Kohle. Hallo, abbrechen. Da plündern wir lieber die Leute hier. Alter Schwede, was ist das für eine Kiste bitte? Rostiger Hufeisen. Dem hier, den wollen wir auch plündern. Na gut, dann nicht. Eieieiei. Hier vielleicht? Wo ist die Truhe? Da oben. Boah, krass. Da braucht man ja den übelsten Skill. Gucken, wie es hier aussieht. Vielleicht haben wir hier mehr Glück. Ja, das geht. Das geht. Kein Problemo. 250. Ja, nicht die Welt.
So. Da ist das Rätsel, da gehen wir hin. Rätsel rätseln. Mal schauen, haben wir noch nicht gemacht, so eine Rätselmission. Mal gucken, was da auf uns wartet. Was macht der denn da? Oh, da unten wird wieder ein Verbrecher. Verbrecher töten. Ich mach keine Geschäfte mit Erpressern, verschwinde! Verbrecher! What? Hier, nicht mit Feuerwaffen kämpfen, du bist unsportlich und du bist auch ein Verbrecher. Müde werde ich nicht. Ja, alle Verbrecher ausgeschaltet. Gute Nacht. Mal ein bisschen was zu plündern hier. Vielleicht ein bisschen Medizin, Freunde. Auch Medizin. Medizin. Ja, super Medizin. Kirschbombe. Hier, auch nicht schlecht. Fast wie Medizin. Aha. Ihre Tour ist voll, sie werden kein Einkommen mehr erzielen. Ach, ich muss das Geld abholen von unserem Häuschen hier. Rätsel. Die Rätsellösung, um die Fragmente der Salamoscheibe zu akzeptieren und nachverfolgen. Ja, Freunde, los geht's mit unserem Rätselchen hier. Das erste Rätsel lösen. Ich führe zwei Blätter, flankiert von Justiz und Gesetz. Ich schlage wahr und gerecht, Stund um Stund, für Monarchen und Bauern gleichermaßen. Irgendeine Uhr. Auf jeden Fall was mit einer Uhr. Haben wir jetzt einen Hinweis? Wir müssen eine Uhr finden. Da ist was markiert auf der Karte. Da hinten schlägt was. Das ist eine Kiste, die haben wir, glaube ich, schon geplündert, richtig? Ja, hier haben wir auch mal angefangen. Vorwärts! Oh. Voll aufgeplätscht. Der Vater was gebimmelt. Hoch hier. Das erste Rätsel lösen. Okay, das ist nur ein anderes Rätsel. Irgendwas auf der Karte wäre auch doof irgendwie bei einem Rätsel. Eine Uhr. Hier ist keine Uhr. Vielleicht am Justizpalast? Wo könnte noch eine Uhr sein? Gehen wir mal dahin. Vielleicht am Justiz. Da stand ja Justiz und Gesetz. Wie Justiz und Gesetz? Vielleicht die Uhr am Justizpalast. Ist da eine Uhr am Justizpalast? Ich weiß gar nicht. Interessant. Ansonsten müssen wir eine andere Uhr finden oder den Text nochmal durchlesen. Können wir das irgendwo tun? Muss irgendwo stehen, der Text nochmal. Ich führe zwei Blätter. Zwei Blätter führt auf jeden Fall eine Uhr. Oder drei, wenn es einen Sekundenzeiger hat.
Und die Ladezeit für die Schnellreise ist ja super. Ist ja dann doch nicht so schnell. So, ist hier irgendwo eine Uhr? Wenn, dann da vorne, würde ich sagen. Notre Dame ist keine Uhr. Moment, können wir noch mal uns die Story irgendwie durchlesen? Nostradamus-Rätsel. Nachverfolgung beenden. Saturnus. Die Rätsellösung, die Frage, das erste Rätsel lösen jetzt. Und wo ist es? Wie war das nochmal? Text, bitte. Kann ich leider... Ach, vielleicht eine Datenbank? Datenbank, Datenbank. Fahrtenencyklopädie. Auch nicht schlecht hier. Ereignisse, Ereignisse, Ereignisse. Hilft uns nicht weiter. Das erste Rätsel lösen. Kann das sein, dass ich hier völlig auf dem Holzweg bin? Ich hätte ja irgendwie so auf die Uhr getippt. Komm, rutsch! Frage ist, hat der Justizpalast eine Uhr? Boah, shit. Hier, irgendwie. Da ist doch eine Uhr. Ist das das? Nu? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier richtig sind, aber... Ist das legal? Ist das dagegen nicht ein altes Gesetz? Er muss doch hier irgendwo sein. Könnte schwören, er ist hier lang. Komm mal da rein. Sind noch mehr Wachen oder nur die? Weil dann könnte ich die mal eben platt machen. Oder geht's hier irgendwo rein? Ist alles zu, oder? Justitia. Medizin, jawohl. Nochmal Medizin. Also ich bin mir nicht sicher, dass ich hier richtig bin, aber so ganz falsch kann es auch nicht sein. Ich kann hier auf den Finger auf mich zeigen. Hier. Oh!
erste Rätsel lösen. Ja, ich will doch nochmal lesen, was der Text da war. Leben von... Ich habe zwei Blätter. Justiz. Das ist doch das hier. Kann ich das Rätsel nochmal... Ich hätte mal irgendwie sehen. Wo war das denn? Vielleicht hier unten drunter? Vielleicht hier drunter. Das machen wir noch. Wenn es da nicht ist, dann weiß ich auch nicht. Noch mal durchlesen irgendwie. Ich will ein bisschen. Ein bisschen enttäuscht jetzt hier. Das hätte es doch eigentlich sein müssen. Ich finde es blöd, dass ich das jetzt nicht nochmal lesen kann, ne? Irgendwie stehen. Nostradamus-Rätsel. Tja. Keine Ahnung, Freunde. Wir gehen da jetzt mal runter. Wollen wir irgendwie schneller lang? Ich hab gar nicht gedacht, hier wären Treppen gewesen, okay? Wisst ihr was? Ich brech das noch ab. Keine Ahnung, wieso das hier nicht steht. Ist das ärgerlich jetzt gerade? Finde ich ja blöd, dass ich das jetzt hier nicht sehen kann. War das nicht das? Saturn. Merkur. Skorpion, Skorpion, Skorpion. Löwe. Ist nach hier oben rumgelaufen und haben hier Schatztruhen aufgemacht.
Ja, keine Ahnung, Leute. Ich weiß nicht, nee, ich weiß es nicht, echt nicht. Es muss hier sein, irgendwie hier. Bin ich mir fast sicher. Gut, Leute, wir machen in der nächsten Folge weiter mit unserem Café und der Story. Keine Ahnung, was da los ist. Ich schaue mir das nochmal an und dann sage ich euch Bescheid. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Schade mit dem Rätsel jetzt hier, dass das nicht geklappt hat, aber wir finden das noch, da bin ich mir sicher. Tschüss zusammen, ciao, ciao.